Schon wieder diese Kacke. Okay, weiter geht's. Guten Tag mal wieder. Oh, suchen, suchen, suchen. Auf jeden Fall kommt mal. Ah. Hä? Hinweismütze, manchmal kann man. Wie? Kein verstecktes Rätsel oder so? Nein. Ah. Du warst so langsam. Von was denn? Aus schneller drücken. Nein, Mann. Willkommen in Archiv. Ich habe alle Unterlagen über die Explosion zusammengetragen. Vielen Dank, Herr Wachtmeister. Ihre Vorarbeit hat uns eine Menge Zeit gespart. Bäh, diese Dokumente sind ja vollkommen schimmelig und mit Staub bedeckt. Die Daten sind streng geheim. Sie sind die ersten seit langer Zeit, die Sie in Händen halten. Verstehe. Ich helfe Ihnen, die Dokumente zu durchforsten. Wo soll ich anfangen? Ich schätze das Angebot sehr, aber ich komme hier allein zurecht. Schließlich sind sie streng geheim. Aber natürlich, ich verstehe. Ja, jetzt bist du traurig. Ja, ich stehe alleine. Guck mal. Sprich mal den Fenster an. Rätsel. Nach dem Rätsel können wir. Ich habe das Gefühl, dass der Inspektor schreit. Dass der Inspektor schreit sie unterbrochen an. Strapaziert das nicht ihre Nerven? Halb so schlimm. Sicher schimpft er, aber nur, wenn er einen Grund dazu hat. Was leider ziemlich oft der Fall ist. Oh. Ich mache einen Haufen Fehler und dementsprechend oft werde ich angeschrien. Seiner Meinung nach mangelt es mir an Einsichtsvermögen und Aufmerksamkeit. Was absolut nachvollziehbar ist. Wenn ich abgelenkt bin, sind Fehler meinerseits vorprogrammiert. Kommt vor, jeder macht mal Fehler. Ich sage Ihnen, wie ich selbst mache, ständig fehle ich hier. Ich vermasse es manchmal ganz schön. Gerade neulich ist mir etwas Peinliches passiert. Er ist in das falsche Loch eingedrungen. Boah, so packt ein. 15. Ach, diese Kacke. Das ist nur 15 Pikarat, ne? Also das ist richtig einfach. Ja, hier parkt der Wachmann. Fachmann. Der Fachmann. Hilf Wachmeister Barton, von unten in den Parkplatz mit den Fähnchen reinzufahren. Auf den Feldern mit X musst du in jedem Feld einfach links oder rechts abbiegen. Auf Feldern mit einem Kreis hingegen stehst du geradeaus fahren. Wenden auf der Stelle und rückwärts fahren sind tabu. Welchen Weg musst du nehmen, um dein Ziel zu erreichen? Zeichne eine Linie von Bartons Wagen bis zum Parkplatz. Hä, was mit X und Kreis? Wenn du jetzt schon X und musst du. Entweder links oder rechts? Ja. Ein Kreis ist geradeaus. Ja. Okay. Ja. Was? Wenn du Kreis kommst, musst du geradeaus. Ja. Du bist jetzt hier. Jetzt musst du nach rechts gehen. Ja. Geradeaus. Weiter. Rechts. Ja, stimmt. Geradeaus. Hä? Stimmt. Geht nicht. Schon falsch. Hier. Ach ja, stimmt. Ja, neu. Ich hab's vergessen. So. So. Geradeaus. Dann hier. Dann nach. Ja. Links. Rechts. Rechts, aber er kann nicht geradeaus. Wo? Das ist doch das Ziel. Nein, man muss hier reinkommen. Ah, okay. Okay, dann muss er hier hin. Dann wieder rechts. Und dann wieder rechts. Geradeaus. Hier, dann rechts. Ja, und dann. Ja, dann musst du zum Kreis und dann fährt er wieder gegen die Wand. So. Geht nicht. Echt jetzt? Warte. Ja, kann nur da. Okay, ist falsch. Nein. Ich muss da lang. Echt? Ich kann mich erinnern, dass hier der richtige Weg ist. Nein, egal. Du hast dich eben auch weiter erinnert. Du weißt noch mit E. Ja, okay. Aber testen. Okay, dann so. So. Hm. Also, ich weiß jetzt schon, dass das falsch ist. Ja, ist schon falsch. Eigentlich ja. Okay. Also, wir müssen hier anfangen. Warte, was steht da? Aus dem Feld mit einem Kreis hingegen stets geradeaus fahren. Wenden auf der. Er darf nicht rücken zurück, also. Stets geradeaus heißt das, dass wir bis zum X ein bisschen abbiegen. Dann müssen wir nochmal. Nein, geradeaus. Geradeaus. Dann. Abbiegen. Wieder abbiegen. Dann so. Ich kann auch nach links gehen. Und dann wieder so. Ja? Ja, so geht's auch. Okay, dann. Ja, ist richtig. Müssen wir. Dann so. So. Rechts, nach rechts. Stimmt. Ja. Wieder so. Dann nach links. So. Und wieder rein. So. Ja.
Also kommen wir jetzt genau an. Ist richtig. Ganz sicher? Ja. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Was? Ich hab dir gesagt, ganz sicher muss man sein. Darf man nicht mit Dings über Kreuz? Das ist aber peinlich. Was darf man über Kreuz? So. Man darf. Die können nicht sagen, dass... 15, wir sind dumm. Ich verstehe jetzt nicht, was der Fehler war. Also so. Dann so. Dann so. Dann Dings da rein. Genau. Ich verstehe nicht, aber hast du es eben gemacht? Ja, ich hab die gerade. In die Fahne? Ich hab das in die Fahne gemacht. Ich hab in die Fahne gemacht. Okay. Also guck mal den Weg an, das ist doch richtig. Warte, guck mal. Geht nach da. Entscheidet links oder rechts? Links. Geradeaus? Hier. Abbiegen, rechts, danach geradeaus. Aber hier lang geht's nicht, ne? Ja. Zip. Dann nach Zip nach links, dann so. Wieder nach rechts. Ja. Wieder so. Ich glaube, er hat einen längeren Weg gebraucht als ihn. Hast du eben sicher bis hier gemacht? Ich glaube, du hast nur bis hier gemacht. Okay, komm dann. Kann ich ja versuchen. Wenn doch, ist es mein dummer Fehler. Wie wäre es hiermit? Sag ich doch. Hä? Ich glaube, er hat einen längeren Weg gebraucht. Also, hey Mann, das sind nur 15. Was ist los mit uns? Einen längeren? Noch einen längeren? Ich glaube, er hat einen längeren Weg gebraucht. Okay. Ich glaube, ihr müsst den längsten Weg für ihn finden. Er meinte, er hat so einen dummen Fehler gemacht. So. Dann so. Ja. Dann hoch. Aber machen wir so. Dann so. Dann hoch. Dann so. Ja, geht nicht mehr. Nee, mach zurück. Okay, so. Ich glaube, der Anfang war schon richtig. Bis da hinten hin. Links. Oben. Rechts. Bis da hinten. Was ist, wenn er nach rechts geht? Doch, muss nach links? Ah, okay, geht also nach so. Ja, okay, nach hoch. Also so, und dann so, dann so. Ja. Vielleicht nach links erst. Aber geht ja dann so. Ja, den längsten Weg. Ja, aber alles ist Kreis. Ach so, das meinst du, okay. Dann muss er nach rechts. Dann muss er so. Und dann muss er nach links. Ich verstehe nicht, was da jetzt falsch ist. Dann nach links. Das geht. Und dann so. Da wieder von vorne. Ich verstehe sein Problem nicht. Soll ich Hinweis benutzen? Ja. Ey, das ist schon. Hallo, das sind 15, was soll das? Gleich zu Beginn musst du aber dann links oder rechts abbiegen. Ja, wir empfehlen links. Ja, ach nee. Die zweite Reihe von oben muss Barton von der links bis ganz nach rechts in einer geraden Linie durchfahren. Okay. Haben wir auch schon. Suche nach dem Weg, der von Ausgangspunkt zum bisschen weiten. Was? Das ist was? Zu weiten im zweiten Feld von oben ganz links außen führt. Wo ist es denn? Das hier zweiten Feld ganz links. Oh. So weit sind wir auch schon. Barton sollte über vier Felder rechts oben eine kleine Schleife fahren. Anschließend muss er selbiges nochmal auf der unteren Felder rechts tun. Danach ist er nur ein kleines Stückchen bis. Ja, das haben wir. Okay, und geh mal zurück. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Halt mal. Das kann nicht sein. Soll ich machen? Mach mal. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Mann! Ein dummer Pfeil. Wie hat das von Anfang an? Ey, das ist so eine Kacke. Das ist nicht normal. Mann! Ey, nur wegen der Verbindung zum Auto. Ey, das ist beschissen, Mann. Das ist echt beschissen. Wie hattest du von Anfang an, ne? Wir hatten von Anfang an. Nein! Ihr müsst Verbindung zum Auto haben. Dann ist das richtig. Wundervolle Leistung. Sicher hat der Professor nie Grund dazu, dich anzuschränken. So etwas würde er auch nie tun. Außerdem, das riecht doch auch, oder nicht? Ja, das riecht doch ein bisschen auf. Ob der Inspektor vielleicht glaubt, mein Platzer würde mit seinem guten Ruf schaden? Oh je. Keine Sorge, Herr Wachtmeister. Was zählt, ist, dass man immer sein Bestes gibt. Ey, drei Hinweise mit verschwendet. Ja, wenn nur auch der Inspektor die Dinge so sehen würde. Luke, komm schon. Komm schnell. Ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Schlüssel! Nein! Was denn, Professor? Koch, wie er auf uns erwartet. Dieses Dokument hier hat mir sehr wertvolle Informationen gebeschert, Luke. Was genau haben Sie herausgefunden, Professor? Sagen wir einfach, ich bin sehr zuversichtlich, dass der Premier noch am Leben ist. Allerdings können wir ihn nur noch retten, wenn wir ins London der Zukunft zurückkehren. Also denken Sie, dass er in der Zukunft gefangen ist?
Vielleicht unterhalten wir uns darüber mit dem Inspektor. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht zuhören, wenn er ihnen alles erzählt. Nein, ich weiß nicht mehr genau. Nein. Wieso können die keine Gespräche führen? Nun, Leighton, haben Ihre Nachforschung neue Ergebnisse zutage gefördert? Das haben Sie tatsächlich. Doch erlauben Sie mir zuvor einige Fragen zu stellen. Herr Inspektor, haben Sie an der Ermittlung zu jener Explosion vor 10 Jahren teilgenommen? Ja, das habe ich. Lange ist her. Ich war gerade zum Assistenten des Inspektors befördert worden. Ich verstehe. Können Sie sich an die Wissenschaftler erinnern, die an dem Vorfall beteiligt waren? Insbesondere an jene, die im Verdacht standen, die Explosion verursacht zu haben? Mal überlegen. Ah, jetzt erinnere ich mich langsam. Einer hieß Allen? Dimitri Allen. Dimitri Allen. Waren nicht zwei Wissenschaftler involviert? Wie war der Name der Zweiten? Des Zweiten? Du liebe Zeit, es ist wirklich eine ganze Weile, müssen Sie wissen. Ja, das stimmt, aber es ist sicherlich nicht einfach, sich zu erinnern. In Ordnung, und was ist mit dem Opfern? Fällt Ihnen denn dazu diese etwas mehr ein? Die Explosion verursachte erhebliche Schäden im inneren Radius. Vor allem das Wohngebäude neben dem Labor wurde fast völlig dem Erdboden gleich gemacht. Eine Laborassistentin kam bei der Explosion ums Leben, sowie mehrere Menschen im Nachbargebäude. Seltsamerweise haben die zwei Wissenschaftler das Unglück überlebt, genau wie ich. Das war sehr aufschlussreich, Herr Inspektor. Gut, ich weiß noch, dass gesagt hat, dass seine Freundin bei diesen Forschungen mitgemacht hat. Ja. Sie ist doch gestorben. Und die zwei, die übrig geblieben sind, wirst du auch noch erfahren, wer das ist. Okay. Gut, ich meinerseits hätte da auch noch einige ungeklärte Fragen. Sagen Sie mir, inwiefern hängt diese alte Sache mit dem Fall Bill Hawks zusammen? Es ist halt bloß eine Vermutung, aber ich glaube, der Premierminister wird fernab des Einflusses von Scotland Yard gefangen gehalten. Wollte er damit sagen, er befindet sich außer Landes? Was ich Ihnen gleich mitteilen werde, ist womöglich schwer zu begreifen. Aber ich glaube, dass Bill Hawks in der Zukunft gefangen gehalten wird. Wenn das Ihre Art von Humor ist, ist mir nicht nach Lachen zumute. Ich kann Ihre Skepsis durchaus nachvollziehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Inspektor. Wenn ich mehr über den Verbleib des Premiers herausfinde, sind Sie der Erste, der es erfährt. Komm, Luke, lass uns gehen. Momentchen, wir hatten eine Abmachung. Sie haben doch mehr in petto als nur diese Vermutung. Ich habe Ihnen alles mitgeteilt, was ich im Moment weiß. Würden Sie uns jetzt bitte entschuldigen? Wieso erzählt ihr nicht mehr? Weiß nicht. Aber du wirst gleich sehen, was sie machen. Die beiden. Jetzt, da wir haben, wonach wir suchten, zurück zum Uhrengeschäft. Tickley wartet. Jawohl, Professor. Ja, mein Führer. Mittlerweile. Ist ja schön, dass ich mein Ziel erreicht habe. Kein Rätsel? Da haben wir noch ein Rätsel für uns? Die Uhr hat auch eben bestimmt. Ich glaube, ich gehe da gleich auch mal hin. Wohin geht es diesmal, Jungs, Gemüse? Ich darf es nicht verraten, es ist ein Geheimnis. Nun, ich wollte dir gerade ein Rätsel präsentieren, aber da du ja in einiges bist, vergiss es einfach. Wie meinen Sie, ein Rätsel, das einer Lösung bedarf? Oh, na und auf einmal habe ich deine Aufmerksamkeit. 52. Schichtschachtbrett. Oh. Okay. Hier siehst du drei teilweise durchsichtige Folien, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge aufeinander legt. Bilden sie ein Schachbrettmuster. Welche der Folien A, B und C muss dabei ganz unten liegen? Du darfst die Folien weder drehen noch wenden. Ganz unten? Ja. Warte. Ganz unten. Die überschneiden sich ja ein bisschen. Warte mal. B. Ja. Das ist meine Antwort. Wie hast du das rausgefunden? Das sieht man. Du musst gucken, wo die sich so überlappen und so. Ach so. Aha. Spektakulärstens, mein Junge. Zurück. Ja, anscheinend nicht. Okay. Ja, Schlampe, jetzt auch was von mir. So machen wir uns auf den Weg in Zukunft in London, ja? Was ist Luke? Hast du Angst, dich wieder in die Zeitwerbe zu begeben? Ja, ich meine, nein, solange ich es nicht allein tun muss.
Natürlich muss das nicht. Ich bin immer bei dir. Yeah. Aber jetzt kommt wieder das schwule Gerede. Und als erstes steht wohl ein Zutat mit dem Treffen der Professor auf dem. Mit dem Professor der Zukunft auf dem Plan. Stimmt's? Kannst du weiterlesen? Das ist richtig. Und wenn ich mich nicht täusche, werden wir dort auch den Primiert antreffen. Meinen Sie, dass wir auf dem Weg dorthin gefährlichen Hürden zu nehmen haben? Wenn ich an die warmen Begrüßungen jener Finsterlinge im Casino zurückdenke, ist alles möglich. Luke, das Ausmaß der Gefahr, welche uns erwartet, ist nicht einzuschätzen. Vielleicht wäre es besser, wenn du hier in unserer Zeit bleibst. Was wäre ich denn für ein Lehrling, wenn ich nicht mit ihnen der Gefahr ins Auge blicken würde? Natürlich komme ich mit. Yeah. Tag ist ja Kapitel 8. Wir haben schon locker mehr. Das ist Kapitel... Jetzt kommt Kapitel 6. Und du meinst, bis Kapitel 8 schaffen wir nicht? Ja. Unerwartete Reisegefährte. Wie kommt er? Ach, da kommt er mit. Okay. Ich hoffe, bis 8 schaffen wir. Sowas aber auch. In was für ein Stammesen seid ihr denn nun wieder hineingeraten? Bitte, ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Spiel noch nicht das Unschuldslamm. Der schlaue Schnurrbart. Der Schnurrbart weiß immer, was gespielt wird. Meine Äuglein sind zwar klein und recht versteckt, aber ihnen entgeht nichts. Ich sage euch nur eins. Den langen Arm des Gesetzes entschlüpft niemand, nicht einmal ihr. Ich verstehe nicht ganz. Du wirst schon sehen, Kleiner. Ich jedenfalls bin auf eurer Seite. Ihr braucht nur eine Zuruft und schon ist Schnurrbart zum Schneider. Oh, danke schön. Ich finde, wir sollten langsam weiter, Luke. Ich habe da so eine gewisse Vorahnung. Ansprechen. Was? Ansprechen, vielleicht an der Rätsel. Wir sind jetzt ziemlich in Eile. Wir haben das mal, ja. Wenn du dich an das Glocken, ja. Natürlich darf ich, Professor. Sag ich so, hereinspaziert. Wieso einfach nicht die Tür eintreten? So schnell. Willkommen zurück, Professor. Entschuldigen Sie unsere Verspätung. Dürfen wir erfahren, wo Tiggy gerade ist? Dort, wo er immer steckt. Er ist im Hinterzimmer und schraubt an der großen Uhr rum. Hihuhu, hihuhu. Achso, vielleicht jetzt ein Rätsel. Nein. Ich sag, vollkommen keine Uhrenrätsel mehr. Zum Glück. Willkommen zurück, ihr beiden. Ich nehme an, eure Recherchen waren von Erfolg gekrönt, ja? Das waren sie. Ich hoffe, dass Luke in der Zukunft vor lauter Warten nicht die Nerven verliert. Ja, der junge Herr wartet überhaupt nicht gern. Der junge Herr? Habe ich Luke gerade einen Herrn genannt? Entschuldigung, manchmal bin ich einfach unnötig förmlich. Wenn man so viele Jahre lang mit Kundschaft verkehrt hat wie ich, kann man sowas schon. Oh, da ist jemand an der Tür. Frech, also könnt doch nicht einfach so reinschmarschieren. Wo wussten Sie das? Das ist verboten, ungehobelt obendrein. Meine Dame, machen Sie mir keine Scherereien. Ein Polizeibeamter hat keine Zeit für Hofetiketten oder so. Ja. Was sucht denn der Inspektor Schemli hier? Herr Inspektor, Sie haben uns beschattet, stimmt's? Die Dame hat in jedem Fall recht. Ihr Eindringen zeugt nicht gerade von gepflegten Manieren. Halt die Fresse. Sie und Ihre Anstaltsregeln, Layton. Der Premierminister ist nach wie vor verschollen. Mann, wenn ich ein paar Landtüren eintreten muss, um ihn zu finden, dann mache ich es dann mit Vergnügen. Ich muss schon sagen. Bis Sie mir nicht verraten, was hier gespielt wird, bleibt keine Tür verschont. Keine einzige, klar? Professor, wie können Sie nur? Wie konnten Sie nur? Und du, oh Luke, von dir? Ja, und du, Luke, von dir hätte ich das nie gedacht. Flora, ihr beide seid einfach weggelaufen. Und das wohl... Und das, obwohl ihr euch leckere Gurkenbrote gemacht habe. Die reisen jetzt alle mit, ne? Ja. Flora, versteh doch bitte. Wir wollen dich nicht unnötig in Gefahr bringen. Das glaube ich nicht. Ihr dachtet bestimmt, ich werde euch nur aufhalten. Aber das ist gar nicht wahr. Hör mal, wir... Flora, bitte hör zu. Was wir beide vorhaben, kann sehr gefährlich werden. Es ist zu deiner geeigneten... Es gibt doch sonst niemanden hier, den ich kenne. Was soll ich denn nur tun, so ganz allein? Die Tapete anstarren? Du machst wohl aber keinen Spaß. Absolut keinen Spaß, damit ihr es wisst. Wissen Sie, irgendwie kann ich Flora ja verstehen. Aber Luke, hör doch, wir dürfen nicht. Layton, eigentlich hat die Kleine gar nicht Unrecht. Sie mögen an ihre Sicherheit denken, aber wenn das Mädchen sich solche Sorgen macht, Herr Inspektor, Sie auch? Ich möchte die Diskussion ja nicht stören, aber wir müssten jetzt wirklich anfangen. Wir sollten Luke nicht länger warten lassen. Ich muss meine Uhr jetzt wirklich langsam in Gang setzen.
aber es sind mehrere Personen anwesend, die nichts mit der Sache zu tun haben. Was ist ja schon genug gegen ein wenig Reisegesellschaft einzuwenden. Auf geht's! Das ist doch Wahnsinn! Wollen Sie denn nicht verstehen? Bedauere, Professor, wir müssen uns jetzt aufmachen. Alle Mann auf festhalten. Festhalten? Wieso festhalten? Sieht das nicht aus wie eine Uhr da oben? Wie ein Auge? Auge, warte. Das sieht aus wie ein Auge hier. Bisschen. Endstation, alle Fahrgäste bitte aussteigen. Hihi. Gütiger Nelson, was ist passiert? Oh, mir dreht sich schon wieder der Magen. Was ist hier gerade geschehen? Layton, erklären Sie mir das. Mann. Wenn Sie eine Erklärung wünschen, treten Sie einfach durch die Tür, Inspektor. Sie werden sehen. Ich weiß nicht, was Sie im Schilde führen, Layton. War von mir aus. Los, Barton, Sie kommen mit. Dürfte ich noch bleiben? Mir ist etwas mulmig zumute, geradezu schwummrig, könnte man sagen. Reißen Sie zusammen, Mann. Los, Abmarsch. Ach, bitte passen Sie doch auf, Herr Inspektor. Mir ist auch ganz schön schlecht. Alles in Ordnung, Flora? Unsere Reise war wirklich sehr wackelig. Ganz Ihrer Meinung, Zeitreisen sind wahrlich nichts für zarte Gemüter. Yeah. Ich weiß nicht. Oh nein, Flora! Und sie hat sich übergeben. Jetzt einfach mal stumpf rausgehen. Und da ist der Inspektor, der guckt komisch. Was ist los, altes Haus? Layton, was wird hier gespielt? Was ist mit London geschehen? Inspektor, dieses nach wie vor dieselbe Stadt. Bloß befinden wir uns 10 Jahre in der Zukunft. Aber das ist doch unmöglich. Habe ich nicht recht, Barton? Meinen Sie das ernst, Layton? Nur eines ist sicher. Dies ist nicht das London, das wir kennen. Nun, zum Diskutieren bleibt nicht genügend Zeit, nachdem ich meinen Fall gelöst habe. Unser Premierminister soll also irgendwo hier in der Zukunft anzutreffen sein, ja? Wir können nicht mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, aber es ist durchaus möglich. Was stehen wir dann noch hier rum? Los, Barton, die Pflicht ruft. Finden wir den Premierminister. Herr Inspektor, es würde unsere Erfolgsaussichten erhöhen, wenn wir unsere Bemühungen kombinieren. Fantasisieren nicht so herum, Layton. Sie sind und bleiben Bürger, kein Polizist. Spuren sichern, Fährten finden, Entführte retten. Wartet. Okay, Spuren sichern, Fährten finden, Entführte retten, das ist meine Aufgabe. Ist klar. Sag ich doch. Na, wenn das nun unsere Spezialisten von Dienst sind. Danke nochmal von vorhin. Ach, ein bisschen Denkarbeit und ein sorgfältiger Sägeschnitt. Es war uns ein Vergnügen. Ach ja, wenn es so leicht war, dann könnt ihr auch gleich wieder hier. Ja, komm, deine Spezialität. Ich habe gar keinen Bock drauf. Letztes Mal waren wir zu dumm dafür. Irgendwie. Wieder mal sowas. Okay, lies. Dieses Brett ist wirklich seltsam geformt, die man im Moment herzlich wenig damit anfangen kann. Sollst du es in 2 Teile sägen, die sagen wir jetzt ein Quadrat ergeben. Wenn du die Bretter nach dem Aussägen in kleinster Weise drehen oder kippen darfst, wie musst du die Sägelinien... Dann ansetzen. Zeichne sie entsprechend ein und berühre Antwort. Darfst du 2 Striche? 2 Striche? Mehr. Wie darf ich denn? Keine Ahnung. Zeichne sie entsprechend ein und berühre die Antwort. Guck, viel Spaß. Dieses Brett ist wirklich jetzt umgefahren. Daumen nach oben. Ich habe damit keinen Bock. Sägerätsel sind kacke. Hier 2 Teile. Meinst du wieder so treppenförmig? Glaub schon. Ja, das ist bestimmt das nicht, diese Form. Okay, ist halt wieder 5 von 5. Das Teil stört mich. Ich glaube, ich hätte eine mögliche Form gefunden. Wie denn? Das muss man wieder genau angucken. So rum. Warte, der Abstand. Ein Quadrat zu bilden. 1, 2, 3, 4. Nein, kommt nicht hin. Mhm. Hallo? Achso. Geht das so? Ja, du musst schon aber ein Quadrat dazu hinbekommen. Ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht hinbekommen würde. Dieses Rätsel habe ich immer nachgeguckt. Alter, wieso? Wieso kann man so viele mehrere Striche ziehen? Darf sie drehen?
Guck, du hast auch keinen geöffneten Plan. Warte. Nicht dein Ernst, oder? Ah, das könnt ihr hinbekommen. Nö. Man, das geht gar nicht. Man darf es nicht drehen. Ach so. Ja, guck. Kannst du Tipps benutzen? Wir haben ja 52. Warte. Okay. Okay. Also das nicht schneiden. Also muss man hier irgendwo schneiden. So. Kommt das hin? Ich überlege gerade. Geht mal. Nee, warte, warte. Das muss so sein. Geh weg. So, 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 so. Ja, das Teil nervt. Nee. So. Das ist voll. Ich geh mal die Nase sauber machen. Okay. Wir sehen uns gleich, Leute. So wie Kacke. Wieder da. Das ist mir auch schon aufgefallen. Was? Das hat keinen Sinn, Alex, hör auf. Nein. Dieses Sägerätsel, es gibt noch eins davon, dann ist es fertig. Hast du irgendwas versucht bisher? Warte, liest man das? Die Lücke hat drei Felder groß. Um sie zu schieben, musst du an einer bestimmten Stelle ein gleich großes Stück aufschneiden. Das habe ich schon irgendwie gedacht. Ja. Guck hier. Dieses Stück sollte außerdem die drei Felder große Ausbutter am Rand beinhalten. Also das da. Ja, aber es würde ja nicht reinpassen von der Deswegen Form her. Deswegen ja. So. Nein. So. Das sieht aus wie ein W. Mit einer kurzen oder weiteren längeren Linie die zwei ab. Was? Zwei, liest du lieber. Lies nochmal. Mit einer kurzen oder einer weiteren längeren Linie, die zweimal abbiegt, kannst du das gesuchte Stück aussägen. Wenn du das richtig aufschneidest, kannst du es schräg nach links oben verschieben und das obere Quadrat aussägen. Was? Was, wenn die mit zweimal abbiegt? Das verstehe ich auch nicht. Doch, es war schon so. Eine längere und eine kürzere Linie, die zweimal abbiegt. Also eine Treppe? Ich habe gar keinen Plan. Das Teil stimmt. Also ich glaube, wir überlegen mal offline. Okay. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Antwort haben. Okay, wir haben die Antwort. Also Alex hat die Antwort rausbekommen. Juhu! Yay, Applaus für ihn. Antwort. Mal sehen, ob das stimmt.
Ich glaube, du bist echt dafür mehr geeignet. So gefällt mir das. Das andere war ein bisschen dumm. Mhm. Ja, schau an, ihr habt es schon wieder hingekriegt. Dank euch und der Mitnahme schon ein bald neues modernes Gesicht verpasst. Okay, im nächsten Part.